Andrew Tate ist auf freiem Fuß. Er wurde überführt in den Hausarrest. Raus aus der U-Haft, rein in den Hausarrest, er und sein Bruder. Und der größte Andrew Tate-Fan himself bei YouTube Deutschland berichtet natürlich darüber. Nein, es ist nicht Screws. Es ist Ahmad. Und ich predikte, dass er gleich Andrew Tate falsch aussprechen wird, weil er mich damit triggert. Und wir gehen direkt rein, in der Hoffnung, dass er dafür jetzt nicht rumstrikt und Theater macht. Ja, du klaust meinen Content. Das genau das tun wir jetzt gerade. Was ist eigentlich aus dem Angry Tate-Video geworden, was du uns versprochen hast? Das Andrew Tate-Video, was er damals ganz groß angekündigt hat, kam übrigens bisher immer noch nicht. Es gibt immer noch nicht das Andrew Tate-Video. Hat Stay das jetzt auch schon falsch ausgesprochen? Oh, bitte nicht. Lass meinen Content in Ruhe. Wir klauen ihn schamlos. Musstest du deine Insulinspritzen nehmen oder warum hast du das Video nicht gesehen? Ahmad hat endlich sein... Ja, bitte? Musstest du deine Insulinspritzen nehmen oder warum hast du das Video nicht gesehen? Ahmad hat... Aha, was ist denn das für ein Bodyshaming-Front, Ahmad? Direkt mal Stellung beziehen hier in meinem Stream. Diabetiker-Shaming. Da sagt er nichts, der gute Ahmad. Gehen wir weiter rein. Er schaut zu. Da ist er rausgegangen. Hat endlich sein Video zu Andrew Tate hochgeladen. Ahmad. Das war auf die Blutwerte bezogen, nicht auf den Körper. Bruh. Ich bin gespannt, wenn das sich da alles als Wahrheit herausstellen sollte, was Ahmads Meinung danach dazu ist. Assalamu alaikum, Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt alle auf diesen... Des Vaters, danke für die 100 Bits. Und bevor wir weiter reinschauen, das kann Ahmad gerne sagen, wer hat ihn darüber informiert, dass Andrew Tate frei ist? Na, von wem hat er die erste Info? Na? Ja, da sagt er nichts mehr. Von Olaf Scholz. Naja, genau. Dieses Video gewartet und hier ist es. Ich habe jetzt 2 Monate keine Videos über andere gemacht, sondern eher mich fokussiert. Eigenlob stinkt. Statt zu sagen, danke Tobias, dass du mich so früh informiert hast, sagt er, Eigenlob stinkt. So kennt man ihn. Auf euch und mich, aber da ich in meinem letzten Video Katja auseinandergenommen habe, kann ich jetzt auch weitermachen mit dem Rest. Ach ja, vergiss nicht wie immer Kommentar und Like, weil YouTube will mich einschränken. Andrew Tate, nicht Andrew. Spricht es falsch aus. Er spricht es einfach falsch aus. Das Video ist laut, ja. Andrew, ihr wisst, ich habe ein 1-Stunde Video fast zu ihm gemacht, aber die YouTuber haben irgendwie damals alle nicht so drauf reagiert, bis Andrew Tate ins... Es war zu lang. Und lieber Ahmad, du hast dauernd Ärger gemacht mit, glaube nicht meinen Content. Und jetzt sollen die YouTuber darauf reagieren. Ja, muss das ja, wahrscheinlich muss ich dieses Video jetzt cutten lassen, damit er nicht rumflennt. 40 Minuten, genau. Alles klar, darauf reagiert man auch üblicherweise. Gefängnis gepackt worden ist. Dann kamen auf einmal irgendwie YouTuber, wie zum Beispiel Alpha Kevin, und schreiben in ihren Titel, damit wurde Ahmad hops genommen. Weil Andrew Tate festgenommen wurde. Auf alles andere habt ihr reagiert, ihr Heuchler. ich nicht. Ein LJ Mario, dankeschön. Jeder Mensch mit Autismus ist anders. In den bundesdeutschen Psychiatrien werden die Betten knapp. Ist dieser Typ eigentlich von allen guten Geistern befreit? Ich weiß nicht, wer ihn verarscht hat. Ich bin auf jeden Fall nicht Andrew Tates Vater und auf jeden Fall nicht Andrew Tates Anwalt. Außerdem, selbst wenn ich Andrew Tates Vater wäre, inwiefern bin ich damit hops genommen? Es gibt sowas, das nennt sich die Unschuldsvermutung. Das bedeutet... Einblicke in den Arbeitsalltag eines Psychiaters. Er ist so lange... Da hat er recht, der gute Ahmad. Da hat er recht. Und liebe Alpha Kevin Bubble,
Ich verteidige hier nicht Andrew Tate. Nicht wieder reinschreiben, ist Casino, Streamer, Verteidigung jetzt und jetzt Sexisten. Nichts dergleichen mache ich. Ich sage nur, dass Ahmad an der Stelle recht hat. So ist es halt. Das sind halt Fakten. Sorry, wenn ich euch Botschaften überbringe, die ihr nicht gerne hört. Unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen werden kann. Nur mal so eben nebenbei. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gelten aber nur für Leute, die... Diese Musik im Hintergrund triggert mich schon direkt. Wie du magst, oder Beta, Kevin? Und ach ja, ich habe dieses Video davor gedreht gehabt, aber Andrew Tate wurde gerade eben aus der Haft entlassen, in den Hausarrest verlegt und damit wird dieses Video noch viel geiler, als es eigentlich ist. Was Ahmads Meinung... Ist einfach wie so ein Honigkuchenpferd. ...danach dazu ist. Und in diesem Video werden wir darauf eingehen, dass Andrew Tate zu Unrecht im Gefängnis sitzt, aber die Frage klären, ob er unschuldig im Gefängnis sitzt, denn das sind zwei verschiedene Dinge. Unrechtmäßig sitzt er definitiv im Gefängnis. Da sind wir uns alle drüber einig, die ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Denn für dieses Video habe ich mich mit dutzenden Juristen auseinandergesetzt und sogar mit dem einen oder anderen YouTuber, der normalerweise Videos gegen mich macht. Da waren wir aber alle derselben Meinung. Also fangen wir von Anfang an. Er sagt immer noch nicht meinen Namen. Tu. Andrew Tate wurde festgenommen, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Danach wurden alle seine Dinge beschlagnahmt, die dort waren. Seine Autos, seine PCs, seine Geräte. Es wurde mittlerweile alles durchsucht. Im Dezember festgenommen. Und wurde jetzt erst nach Hause verlegt. Und das, meine Freunde, ist... Genau, er blendet lieber 90-Jährigen ein. Dafür. Wo ist die passende? Wo ist die Ahmad-Taste? Da ist sie. Shame. 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 Und danke, Manus TV. Ist illegal. Er wurde aufgrund des Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung festgenommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das in Rumänien und gibt es auch genügend Beweise oder überhaupt Beweise, dass man jemanden für so eine lange Zeit in Untersuchungshaft halten kann? Zuallererst, um das klarzustellen, es gibt natürlich keine Beweise, sondern es gibt Indizien. Aber bevor wir zu diesen Indizien kommen, muss klargestellt werden, warum er zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Er kann dort nicht einfach festgehalten werden ohne nötige Beweise. Und deshalb hat Andrew Tate auch natürlich Widerspruch eingereicht. Das wegen der Matrix. Wurde mehrmals abgelehnt und das verstößt gerade gegen internationale Menschenrechte, was vor unseren Augen passiert. Und sogar Anwälte, die gegen Andrew Tate gerichtet sind und Andrew Tate hassen. Schaut euch einfach selbst an, was sie alle dazu gesagt haben. We think it's now crossed over to the point where it's violating international human rights law. So she actually has a point there. So the investigation itself can go on for whatever length. But they've been detained for almost 60 days now, right? Remember what I told you in our... Danke nochmal, Manus TV. Das ist so ein klassischer US-Anwalt, wo hier die ganzen Auszeichnungen, hier wahrscheinlich von irgendeiner Kirchengemeinde, da hast du mal 10.000 gespendet, da mal was. Und hier von der Uni und das Telefon da hinten, das ist einfach so klassisch. System, within 36 hours you have to see a judge. And I kind of agree with her on this. Da sagt er ganz klar, dass das gegen internationale Menschenrechte verstößt und er ihr dabei zustimmt. Und das haben übrigens die Juristen, mit denen ich intern Kontakt habe, die haben mir auch bestätigt, dass das Ganze nicht rechtmäßig ist. Das bedeutet, Andrew... Hat das... Also lieber Ahmad, solange das nicht Rechtsanwalt Solmicke bestätigt, ist das alles safe gelogen. Das weiß nur Solmicke. Der beste Anwalt, wo gibt von Welt. Tate sitzt dort, obwohl er eigentlich freigelassen. Danke, James. Werden müsste. Und da ich das in der Vergangenheit gedreht habe, hat sich jetzt alles bestätigt und sie wurden freigelassen, weil sie es müssen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Ahmad, wenn das so klar ist und alle sich darüber einig sind, Andrew Tate Feinde und Andrew Tate Sympathisanten, warum ist Andrew Tate trotzdem im Gefängnis? Da habe ich die Juristen auch gefragt. Es wird wahrscheinlich eine politische Entscheidung sein. Die Matrix ist schuld. Und das hat sich jetzt auch als wahr erwiesen. Und das ist ziemlich traurig, wenn wir darüber nachdenken, unabhängig davon, ob ihr jetzt sympathisiert mit Andrew Tate oder nicht. Denn ein Rechtssystem wird immer danach beurteilt, die am schlimmsten dran sind, wie die behandelt werden. Das zeigt den wahren Charakter eines Rechtssystems. Wenn sie... Das hatte ich gesagt im Stream. Und er zitiert mich noch nicht einmal. Noch nicht einmal das gönnt er. Das ist ein 1:1 Zitat, wo Ahmad sogar im Stream war. Und noch nicht mal einen alten Sack blendet er ein, den Opa von vorhin. Schmutz.
Klaus doch... Ja, genau. Sie jetzt Andrew Tate schlecht behandeln. Gefällt das den einen oder anderen von euch vielleicht, weil ihr ihn nicht mögt? Auf der anderen Seite solltet ihr aber mal darüber nachdenken, was wäre, wenn ihr in dieser Situation seid. Aber so weit denken diese meisten Leute nicht. Alpha Kevin. Das könnte ich den ganzen Tag jetzt machen. Soll ich auch einen Titel schreiben? Alpha Kevin wurde hops genommen. Da wir jetzt das eine geklärt haben, dass er unrechtmäßig im Gefängnis sitzt, kommen wir zu der zweiten Frage und der abschließenden Frage. Und zwar, gibt es Indizien oder Beweise gegen Andrew Tate? Andrew. Und ja, meine Freunde, die gibt es. Wie zum Beispiel die hier. So, don't do that. You have to fuck the girls first. Fuck them first. So your bottom bitch has to know you're gonna be out there fucking hoes. Control them with sex first. Andrew Tate ist eine sehr ehrliche Person, auch wenn ich nicht gutheiße, was er da sagt, und hat sich quasi selbst in die Pfanne gehauen. Aber die Anwältin sagt selber, dass er ein sehr sarkastischer und ironischer Charakter ist im Internet. Er hat zum Beispiel auch Sachen gesagt wie, wenn ihr einen Herzinfarkt habt, dann steht auf und macht weiter. I had a heart attack. Get the fuck up. What's wrong with you? Go hospital later. Have a drink. Cigarette. Cup of coffee. Back in the game. Deswegen sind diese Aussagen alle nicht von ihm ernst zu nehmen, aber die rumänische Polizei hat ihm die sogenannte Loverboy-Methode vorgeworfen. Das ist das, was er da beschreibt, und zwar, dass sich die Frauen, die das Webcam-Geschäft für ihn machen, everyone moved in together, everyone started doing webcam, I was making loads of money, then we agreed to the split like we said, and that's basically been it. Since then, new girls have come along, Vivian understands that I'm fucking these hoes, but I don't care about these hoes. Was ich übrigens in meinem eine Stunde Andrew Tate-Video kritisiert. Das ist ja Pickup-Artist-Zeug, das ist ja halt auch Schmutz. Ist das halt einfach. Dieser ganze Charakter Andrew Tate ist halt absolut toxisch. Und Pickup-Artists, das sind auch nur Schmutzmenschen. Habe. Da sagt er halt, dass er die Frauen dazu gebracht hat, sich in ihn zu verlieben, damit das ganze Geschäft leichter funktioniert. Also die Indizien, keine Beweise, sind halt diese ganzen Clips und Videos und so weiter, wo er das erzählt, was er gemacht hat. Aber da sagt er halt zum Beispiel auch trotzdem, dass die Frauen einverstanden waren mit dem Webcam-Geschäft, seine Prozente akzeptiert haben. Then we agreed to the split, like we said. Und mehr gibt es auch nicht. Und aufgrund dieser banalen Dinge, diese Chats und diese dummen Aussagen von ihm, aber sehr, sehr alte Aussagen natürlich sind, werfen ihn diese Leute jetzt vor, seine Gegner, dass das schon bestätigt, dass er Vergewaltigung und Menschenhandel betreibt. So. Das ist natürlich ein Indiz, solche Aussagen, wenn eine psychische Abhängigkeit besteht. Das ist die Grunddefinition von Zuhälterei. Zumindest in Deutschland, und es bekräftigt zumindest einen Anfangsverdacht. Ob dieser sich dann bestätigt, das bleibt dann überlassen. Jetzt ist er auch erstmal im Hausarrest. Das ist schon ein großer Unterschied. Also es sind ja auch Chats aufgetaucht worden, die ihn entlasten. So schwerwiegende Begriffe. Und diese Leute sagen einfach, ja, ja, das stimmt. Es gibt keine Beweise, die im Raum stehen. Es gibt lediglich diese Indizien, die nicht ansatzweise ausreichen, um einen Menschen für so lange Zeit in Untersuchungshaft zu halten. Ob es euch gefällt oder nicht, das ist die Tatsache und der Fakt von allen Juristen, mit denen ich geredet habe und die ich gefunden habe. Und bevor ich das Video jetzt beende, weil alle Fragen geklärt sind, muss ich noch eine Sache hier loswerden. Und zwar, ich habe oft die Kommentare gesehen, wie Ahmad verteidigt so einen Typen und so weiter. Ich verteidige hier niemanden, okay? Ich versuche hier nur Gerechtigkeit walten zu lassen, und ob ihr jemanden mögt oder nicht, spielt hierbei keine einzige Rolle. Andrew Tate. Außer jemand heißt Orange Morange oder Screws oder Andrew Tate oder Drachenlord. Dann natürlich nicht. Ich mag ihn, okay? Sollte das aber rauskommen, dass er wirklich einfach... Oder Kuchen-TV, ja. Das darfst du auch nicht verteidigen, ist auch Schmutz. Ja. Gewaltiger ist, dann mag ich ihn natürlich nicht mehr. Deswegen mein Eine-Stunde-Video, schaut euch das an. Andrew Tate hat mir und vielen Menschen da draußen geholfen. Und viele denken, das ist... Das spezifizier doch mal gerne, Ahmad. Wie hat dir denn Andrew Tate geholfen? Dass es irgendwelche Incels sind, dass es irgendwelche Frauenfeinde... Oh, das muss ich... Das ist ein verbotenes Wort auf Twitch. ...sind, die ihn feiern. Ich muss euch leider in die Realität zurückholen. Das ist nicht die Wahrheit. Ich liebe Frauen und sie lieben mich und meine ganzen anderen Freunde auch. Und trotzdem mögen wir ihn alle. Warum? Weil er uns als Männer das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Genauso wie ich das meinen Zuschauern gebe. Also ich fühle mich durch Andrew Tate komplett unverstanden. Andrew Tate ist gar nichts, was in irgendeiner Weise meinen Charakter widerspiegelt. Oder eine Richtung, in die ich möchte. Nichts davon. Ich finde ihn sogar abstoßend in seiner Art.
mit meinen Videos über diese Themen, wie Männer leiden und so weiter. Schaut es euch an. Und genau aus diesem Grund mögen wir ihn. Deswegen hört bitte auf mit eurem beschissenen Schwarz-Weiß-Denken, denn nicht er ist das Problem, sondern ihr seid das Problem, denn ihr spaltet damit die Gesellschaft. Ich erkenne meinen Lackwebmando-Hund. Und diejenigen, die ich damit meine, sollen sich jetzt angesprochen fühlen. In dem Sinne, versucht bitte nicht immer in Schwarz und Weiß zu denken, denn dieses Thema ist viel komplexer als das. Wir werden sehen, was die Zukunft... Wer ist denn wir? Der ganze... Ach, ich sag gar nichts mehr. ...mit sich bringen. Und in dem Sinne, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch das verständlich machen, warum es Leute da draußen tatsächlich gibt, die ihn mögen. Ich liebe euch alle und an alle YouTuber, die darauf reagiert haben. Ja. Leckt meine Hoden. Free Top G. Bis jetzt ist er unschuldig, denn es gibt sowas, das nennt sich Unschuldsvermutung. Anwalt von Top G ist raus. Ja, ja, so ist das, so ist das. Schwierig. Schwierig. Er hat natürlich recht mit einer Unschuldsvermutung und es ist auch interessant, dass jetzt der Hausarrest angeordnet wurde und nicht mehr Urhaft. Es gibt auch vieles Entlastende, das ist auch bekannt und es ist auch zweifelhaft, ob die Urhaft so richtig ist. Dennoch verstehe ich nicht, warum Ahmad diesen Typen so feiert. Das liegt vielleicht an seinem Alter. Als Heranwachsender, gerade aus der Pubertät entsprungener Frischling, der gerade die Sexualität erforscht, kennenlernt, mit dem anderen Geschlecht das erste Mal anwandelt, kann es sein, dass die Unsicherheit, die daraus entsteht, kompensiert wird durch Leute wie Andrew Tate. Und Dankeschön, Anna, das für 5 Euro. Alte Säcke wie ich dagegen mit 41. Investierst du eigentlich in ETFs oder Immobilien? Nein, ich investiere nicht in Immobilien. Alte Säcke wie ich zum Beispiel, die ihre Hochphase schon hinter sich haben und wo es nur noch bergab geht, die können mit so jemandem nichts anfangen. Ja. Was für eine, wie er sich aufregt. Was für eine Unsicherheit, haha. Was sabbelst du da? Hahaha. Hahaha. Ja. Leute, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Andrew Tate? Was haltet ihr von der Urhaft? Was haltet ihr von Ahmad? Findet ihr es richtig, dass mein Chat abgestimmt hat und Ahmad immer noch keinen VIP-Rang bei mir hat? Hätte ich vielleicht nach dem Video abstimmen sollen, damit es noch krasser ausfällt? Fragen über Fragen, die alle unter diesem Video beantwortet werden. Und lasst gerne auch mal Nachrichten bei Ahmad. Kommentiert bei Ahmad. Andrew Tate ist ja der totale Frauenfeind. Was war das denn eben? Habe ich wieder irgendeinen Sound übersehen? Ja, genau. Kommentiert bei Ahmad unter dem Video mit dem Hashtag Content-Diebstahl, damit er auch weiß, wo es herkommt. Und ja. Liked es, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis dann.